Die Hofgeschichten. Heute: Putenbäuerin Christine braucht ein brünftiges Huhn. Es sitzt so im Nest. Es macht sich so richtig dick und rund. Auf Hof Sandmann steckt Betriebsleiter Markus wie immer voller Ideen. Schöne Sache, kann man sich ein Kohlrabi und Lolli draus machen. Ja. Treckerreparatur auf Hofberg. Falk gibt alles. Wenn das hier immer alles sauber wäre, darunter wäre das ja auch ein Träumchen, ne? Und Johannes will seine Grünflächen mähen, möchte vorher aber auf Nummer sicher gehen. Ich vermute, dass da vielleicht ein paar Kitze drin sind. Und die wollen wir nicht kaputt mähen. Kontrollgang im niedersächsischen Köhlau. Christine Bremer hat 6 Putenküken, die im Brutschrank geschlüpft sind, einem Huhn zur Aufzucht untergeschoben. Ein Küken ist noch abseits. Vielleicht stecke ich das einfach von hinten mal in die Federn rein. Damit die Henne es wärmt. Och, tuduk, tuduk. 4 Küken sind seit gestern Abend und 2 erst seit ein paar Stunden bei dieser Henne, die zum ersten Mal als Amme arbeitet. Na, wir müssen die, glaube ich, ein bisschen alleine lassen. Die hat irgendwie Stress. Eigentlich hatte Christine extra eine Pute von der Weide geholt, die aber bis jetzt zu unruhig hin und her läuft. Im Brutschrank warten allerdings noch 20 Küken, die sie ungern per Hand, sondern lieber mit Amme aufziehen möchte. Die Putenküken, die sind halt viel geschützter und viel behüteter. Die können sich in diese Federn reinschieben und fühlen sich einfach sicher, haben keinen Stress. Und die kann diese Arbeit einfach viel besser als wir. Die ist genetisch über Jahrmillionen darauf programmiert. Und wir haben das versucht, uns zu erarbeiten. Wir kommen da nicht ran. Bei ihren mobilen Weidestellen hatte Christine gestern noch ein Huhn entdeckt, das vielleicht auch als Amme einspringen könnte. Dazu muss es brütig sein. Eine Phase, die mehrere Wochen dauert und nur 1 bis 2 Mal im Jahr vorkommt. Ah, hier ist es. Man kann es schon sofort erkennen, weil es sitzt nicht einfach nur im Nest, sondern es sitzt so im Nest. Es macht sich so richtig dick und rund. Und wenn ihr jetzt hier mal reinguckt, dann kann man das richtig gut sehen. Tatarata. Guck mal, wie dick sich dieses Huhn macht. Also es sitzt so richtig dick und rund hier im Nest. Eine sogenannte Glucke, die bereit ist, Eier auszubrüten und Küken großzuziehen. Und es pickt auch nicht. Also es wehrt mich nicht ab, so ein glucksches Huhn. Wenn wir jetzt da drüben gucken, da sind welche, die sind nicht glucksch. Wenn ich das mache bei denen, dann hacken die mich in den Finger. Hallo. Guck, die sind auch gar nicht so dick und rund und aufgepustet, ne? Hallo. Christines Hühner zeigen sich von ihrer besten Seite. Der bekannte Vorführeffekt. Nee, sind sogar friedlich. Oh, ihr seid fein. Oh, das legt jetzt gleich sein Ei. Danach folgt meistens lautes Gegacker. Da ist es. Das Ei. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist das Eierlied? Lass mal drüber nachdenken, was du singen wolltest. Heute Sprachlosigkeit. Die Eier sammelt Christine täglich ab, sodass Glucken auf leeren Nestern brüten. Guck mal, wenn man so eine Glucke jetzt nimmt, dann setzt sie sich auch gleich wieder hin. Die ist noch nicht so richtig glucksch. Test also nicht bestanden. Christine guckt gleich noch bei ihren Puten nach einer Amme. Wird sie dann nicht fündig, muss sie den Küken ein kleines Heim bauen. Im Südosten Hamburgs. Auf Hof Sandmann ist wieder Erntezeit. Diesmal arbeiten die Saisonkräfte und ihr Chef Markus Walkusch-Eiland auf dem Kohlrabi-Feld. Kohlrabi, Kohlrabi. Der Betriebsleiter ist gut gelaunt, wie immer, obwohl die Gemüsepflanzen noch nicht so schnell wachsen, wie eigentlich geplant. Ja, zu groß sind die noch nicht. Bisschen zu wenig Wasser hier. Ja, ja. 1200 Kohlrabi wollen sie heute ernten. Die Helfer kommen aus Polen oder aus Rumänien, wie Gabriel Bielan. Dieses ist okay so. Ist groß genug, aber
Das ist ein bisschen kleiner, weißt du. Und die Siegerplatz muss lassen. Der 50-Jährige arbeitet hier immer 6 Monate am Stück und dann wieder auf Baustellen in seiner Heimat. 14 Jahre arbeiten hier, das ist kein Problem, die Knie. Jetzt ist okay. Aber wann Anfang hier Arbeit, ich finde den Kuchen ein bisschen schwer. Aber nachher, ich liebe Arbeiten, diese Arbeit. Und Sie lieben Kohlrabi-Blätter, Feldhasen. Auch Wildgänse sind ein Problem. Ja, aber man sieht hier noch deutlich den Gänsefraß, ne? Auch der hat das Knollenwachstum verlangsamt. Die Ernte deshalb 2 Wochen später als geplant. Markus achtet darauf, dass der Kohlrabi für den Verkauf die gewünschte Größe hat. Wir haben gesagt, mindestens 7 cm. Ja, und da müssen wir gucken. Das ist hier, der hat so vom Durchmesser, das haut schon knapp hin. Aber das ist, also schöner wäre es, wenn es noch ein Tick größer gewesen wäre. Aber die sind natürlich, die kommen auch nicht in Gang, weil auch Blattmasse fehlt. Ne? Also es ist beides, es ist einmal Bewässerung und zum anderen Blattmasse. Der Schnitt, eine Philosophie für sich. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Ich mache es gerne mit dem Messer, die machen es gerne mit der Schere. Bei der Schere hast du einen Griff mehr. Das ist, kommt so ein bisschen auf die Vorlieben drauf an. Ich würde ihn hier ganz stramm mit dem Messer abschneiden, dann ist er sozusagen auch da. Und dann kann man die Blätter entweder schneiden oder auch reißen. Die oberen lässt man dran, einfach als Zeichen der Frische und hier auch als Zeichen des Fraßes. Vom Pflanzenorgan her ist das eine Epikotylknolle. Ne? Hier ist die Wurzel. Hier wären die Keimblätter gewesen, die sind abgefallen im Zeit und über den Keimblättern verdickt sich der Spross. Und da sitzen dann, das ist eigentlich der Stängel, der dick geworden ist. Schöne Sache, kann man sich ein Kohlrabi und Lolli draus machen. Ja. Markus muss nun zum Dill in den Gemüsetunnel. Dort herrscht nämlich Läusealarm. Danau in Schleswig-Holstein. Auf Hofberg geht's nicht um den maximalen Ertrag, sondern um ökologisches Wirtschaften. Aber auch das kann sich mittlerweile lohnen, wenn Maike jetzt bestimmte Pflanzen nachweist. Es gibt halt eine Förderung, die Vielfalt auf dem Grünland fördert. Das heißt, wenn ich jetzt eine Fläche habe, die immer nur sehr einseitig, sehr intensiv bewirtschaftet wird, dann geht die Vielfalt zurück. Und wenn ich viele Pflanzen habe, dann ist das ökologisch halt auch sehr wertvoll. Und dann gibt's Geld von der EU. Dafür muss sie Pflanzen wie Gänseblümchen, Sauerampfer oder den Blauen Ehrenpreis belegen. Was bei uns gerne wächst, ist der Spitzwegerich. Mit dem können wir ja mal anfangen. Ne, der Spitzwegerich ist jetzt auch hier in seiner Blüte, hat die Spitze oben. Und dann markiere ich den. Jetzt muss ich 10 Meter weiterlaufen und schauen, wo der nächste wächst. Von jeder Art muss sie 3 Exemplare finden, die mindestens 10 Meter voneinander entfernt wachsen. Insgesamt 4 verschiedene Arten pro Fläche müssen nachgewiesen werden. Dann gibt's 240 Euro pro Hektar. Macht für diese 3 Hektar Wiese immerhin 720 Euro. Die ist schön, die blüht auch noch, da ist die nächste. Jetzt mache ich ein Beweisfoto. Da gibt's hier diese App Profil Schleswig-Holstein. Ich sehe gar nichts. Und da ist dann mit GPS-Daten dieses Bild erfasst. Und wenn dann eine Kontrolle kommt, dann kann ich sagen, hier, da ist die Pflanze. Dann mache ich ein Foto. So, jetzt markiere ich den. Und gehe weiter und suche die nächste. Ihr Ehemann Falk sucht auch gerade mit Azubi Ennel nach einer Reparaturlösung. Ja, das ist dann ist sie schon ab. Oder? Sie wollen einen defekten Bautenzug austauschen, müssen den aber erstmal erreichen. Ziemlich viel Gefummel ohne gute Sicht. Ja, der Bautenzug, der ist hinter dieser grauen Blende dann eingebaut. Das heißt, wir müssen uns erstmal Platz schaffen, dass wir da rankommen. Und zwar schnell. Der Trecker wird gebraucht. Eine Stunde wollen wir Futter holen für die Kühe. Und bis dahin wollen wir das gerichtet haben. Denn ohne Bautenzug kein Lastenheben.
Mal ist sowas ja ganz schön, aber täglich bräuchte ich das auch nicht. In der Ecke, da müsst ihr das. Ah, hier. Ja, ah, jetzt. Jetzt, ja. Jetzt. Eigentlich ist es mal eine ganz nette Arbeit zwischendurch, finde ich. Also, es gehört ja dazu, wir benutzen die Maschine ja. Und man lernt einfach so viel Neues, weil das ist ja jetzt nichts, was ich dauernd mache. Da kommt man einfach noch ein bisschen besser rein in das Thema. Also ich finde es schon gut, bin da gerne dabei. Hier haben wir das erstmal schicke neue Ding. Hattest du das jetzt bestellt, oder? Das habe ich bestellt, genau, das kam jetzt über Nacht. Und das müssen wir jetzt von unten so in die Kabine reinschieben. Und diese beiden Schrauben, die hier drin sitzen, die sehen wir jetzt da drin. Das heißt, die müssen wir als nächstes einmal lösen. Das ist der erste, aber, oder? Das ist der erste, ja. Die Zeit sitzt Ihnen jedenfalls im Nacken. Anders bei Maike. Da, hier ist es. Das nehmen wir auch. Aber wird sie auch genug unterschiedliche Pflanzen finden, damit es für diese Wiese tatsächlich Förderung gibt? Auf dem Geflügelhof sollen die 20 Putenküken eigentlich gleich den Brutschrank verlassen und ins Leben starten. Noch hat Christine aber keine Amme gefunden. Jetzt guckt sie noch einmal in ihrer Putenherde nach geeigneten Tieren. Diese kleinen Dinger, die da jetzt in diesem Brutschrank sitzen, ne? Das werden auch alles mal so eine Kravenzmänner. Es gibt eine einzige Pute, die im Nestbereich sitzt und womöglich brütig ist. Aber eine Mastpute. Wenn sie etwas abgemagerter wäre, dann würde es vielleicht gehen. Mit der breit gezüchteten Brust könnte sie die Küken totdrücken. Deshalb nutzt Christine lieber Puten ursprünglicher Rassen mit schmaler Statur. Aber die sind nicht brütig. Eine andere Lösung muss her. Also die Putenküken, da haben wir jetzt 4 Tage Zeit, die mit irgendwelchen Hennen zu sozialisieren. Aber so lange können die ja nicht in dem Brutschrank rumsitzen. Das heißt, ich baue denen jetzt hier ein kleines Eigenheim. Sozusagen. Damit Christine kein zusätzliches Abteil beheizen muss, ziehen die Puten zu diesen Hühnerküken, die auch ohne Mutter groß werden. Vorsichtshalber errichtet sie aber einen abgetrennten Bereich, damit die frisch geschlüpften Tiere erst einmal ankommen können. 2, 4, 6. Bis Christine eine passende Amme findet, muss sie die Aufzucht übernehmen. Ja. Jetzt haben wir die hier erstmal, dass die fressen können, dass sie trinken können. Die vorgesehene Putenamme im Abteil gegenüber ist doch nicht so brütig, wie Christine dachte. Aber vielleicht erwacht durch das Gepiepe noch ihr Mutterinstinkt. So, du Muggelchen, hier, guck mal. Christine muss die Küken zum Picken animieren. Hilfsmittel? Ihr Ehering. Ja, weil es so schön glänzt. Sie sollen dann natürlich aus Versehen das Futter fressen. Guck mal hier. Ja, siehst du, hat geklappt. Naja, da werden die schon zurechtkommen. Die kleinen Scheißer. Wir können ja noch mal einmal gucken. Bei der Hühnerammel mit den Putenküken. Alle drunter, ja. Also die ist so schön brütig, ne, aber sie ist ja nur eine kleine Henne. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich noch 2 drunter stopfen, aber jetzt hat sie 6 Küken. Putenküken sind ein bisschen größer. Naja, also in 3 Wochen gucken die überall an allen Seiten so raus und sind ein bisschen groß. Insgesamt bleiben die Küken 2 Monate bei der Amme. Dann sind sie langsam flügge. Gemeinsam mit der Rehkitzrettung Goslar fährt Biobauer Johannes Bercht ins benachbarte Windhausen. Hier muss er 2 Grünlandflächen mähen. Vorher aber sicher gehen, dass kein Kitz mehr im Feld liegt. Hi Christian. Na? Morgen, Johannes. Morgen. Grüße dich. Schön, dass ihr da seid.
Ja. Christian Reinecke ist selbst Landwirt, aber auch ehrenamtlicher Drohnenpilot für die Rehkitzrettung. Genau. Größe? Ich würde sagen, irgendwie so um die 4,5 Hektar okay. Oder sowas. Alles klar. Wir sind hier direkt am Waldrand und ich vermute, dass da vielleicht ein paar Kitze drin sind. Und die wollen wir nicht kaputt mähen. Und, ja. Christians Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Mit dieser Technik können die Kitzretter Wildtiere ausfindig machen, die sich im hohen Gras verstecken. Und, schau mal da. Oh, guck mal. Ja. Da haben wir doch was. Also das linke würde ich wirklich sagen, das sieht aus wie ein erwachsenes Reh. So länglich und schmal, ne? Ja. Könnte vielleicht sogar schon mit Kitz sein, dass da schon... Nee. Da doch liegt noch da ein anderes Reh. Jährlich werden in Deutschland tausende Rehkitze und andere Wildtiere beim Mähen verletzt oder sogar getötet. Das wollen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Rehkitzrettung verhindern. Vom Mai, sag ich mal, bis Anfang Juli sind wir meistens unterwegs. Ziemlich oft draußen morgens und teilweise auch abends. Also das ist für mich wirklich so ein Herzensprojekt. Und ja. Man lernt auch immer tolle Menschen kennen. Und dann die tollen Bilder, die Sonnenaufgänge. Ja. Schon eine Belohnung genug. Ich glaube, da ist wieder was. Ich wollte gerade sagen, ja. Da ist jetzt was. War schon fast so groß. Das Stück Rehwild ist ja gerade abgesprungen. Und wir haben da halt noch eine Wärmequelle. Aber... Ich finde die Konturen zu unscharf. Ja. Das wird nichts sein. Mal, schalt noch mal auf Normalbild. Ja, kommt gleich. Das ist nichts, ne? War eine Liegestelle. Hier siehst du das. Aber links daneben ist noch was oder ist das das, was abgesprungen ist? Das ist das, was abgesprungen ist. Ah, okay. Ältere Tiere erkennen die Gefahr und laufen von alleine aus dem Feld raus. Ein Kitz aber würde vor Angst erstarren und sich nicht mehr bewegen. Wenn das Kitz noch relativ klein ist, dann bleiben die wirklich einfach liegen. Dann ziehen wir uns Handschuhe an, nehmen Gras vorher, damit wir halt auch so wenig Körpergeruch von uns auf das Kitz bringen. Und dann können wir das Kitz vorsichtig hochnehmen und dann halt in so einen Korb packen, mit Gras ausgepolstert. Und dann bringen wir es dann meistens an die Seite und markieren das dann halt auch nochmal. Genau, da kommt dann ein Wäschekorb drüber, der wird auch mit Heringen befestigt, dass nicht irgendwie das Rehkitz sich rausstampeln kann und dann wieder in die Wiese läuft. Da arbeiten wir halt mit der Wäschekorbmethode. Einfach, aber funktioniert. Und wenn der Landwirt das Feld gemäht hat, wird das Rehkitz sofort wieder vom Wäschekorb befreit. Und dann ist es eigentlich schon so, dass die Rehkitze schon loslaufen und dass die Ricke irgendwo steht und schon wartet. Und oft kann man dann die Zusammenführung sogar noch beobachten. Das ist dann auch immer sehr schön, dass man weiß, dass es wirklich alles geklappt hat und dass kein Rehkitz zu Schaden gekommen ist. Haben wir jetzt einen Fuchs auf dem Bildschirm? Genau, hier ist jetzt ein Fuchs zu sehen. Er guckt jetzt auch schon, jetzt geht er auch weg. Jetzt wird ihm unsicher, ne? Ja, genau. Nach einer guten halben Stunde kann Johannes sicher sein, dass in seinem Feld kein Kitz liegt. Vielleicht haben sie sich heute Morgen schon verdünnisiert. Ja, hast du gestern schon mal ganze Arbeit geleistet? Ja. Dran gedacht und gesagt, los, ihr müsst jetzt aber raus. So richtig. Ein erfolgreicher Einsatz der Rehkitzrettung. Jetzt muss Johannes aber auch schnell mähen. In der Gärtnerei Sandmann in Ochsenwerder muss Betriebsleiter Markus den Dill unter die Lupe nehmen. Wie sieht das läusemäßig aus? Immer noch ordentlich welche drin? Oder guckst du gar nicht so genau? Läuse mögen Dill. Nee, das ist tatsächlich, da hätte ich auch erwartet, dass da ein bisschen mehr drin ist. Die Nützlingsentwicklung hängt ein bisschen zurück und die Läuse fangen jetzt an und das ist ein bisschen blöd. Nützlinge wie Florfliegen sind ihre natürlichen Feinde. Die Vermehrungsstrategie der Läuse ist natürlich großartig. Die können sich sowohl über Eiablage als auch über Lebendgebären vermehren. Ne? Deshalb sind da auch so unterschiedlich große. Ich habe hier bestimmt noch, guck mal hier, schön ergiebig, da sind noch mal welche. Die Läuse saugen an der Pflanze und schwächen sie damit. Aber das ist noch nicht alles. Die können einmal durch ihre Ausscheidung, den Honigtau, der hinten rauskommt, da kann sich ein Pilz raufsetzen, ein Rußtau, und das dann die Blätter so richtig verkrüppeln. Und das wollen wir natürlich nicht. Lissy ist hier fest angestellt und Kräuter sind ihr Spezialgebiet. Wir schneiden
relativ hoch, damit es auch in die Tüten später passt. Deswegen stehen hier noch relativ viel Stängel. Und ja, es ist schön. Vor allem, wenn man so viele verschiedene Düfte an einem Tag hat, dann ist man mal beim Thymian, mal beim Oregano. Doch, das fällt auf, das ist schön. Dill gehört übrigens zu den wenigen Kräutern, die einen nährstoffreichen Boden bevorzugen. Markus' Team wäscht jetzt noch den Dill und spült damit auch die Läuse ab. Für ihn geht die Arbeit im Gewächshaus weiter. Beikraut entfernen. Wir wollten hier, da wir die Flächen für Gemüsekulturen im Sommer nicht benötigen, eine Sommerzwischenfrucht machen mit verschiedensten, eine Mischung aus verschiedensten Pflanzen, die den Boden hier aufhübschen und aufbessern sollen. Und vor allen Dingen auch mal anders beanspruchen. Also da kommt Hafer mit rein und verschiedene Schmetterlingsblütler. An die Seiten kommt Markus am besten mit der Hacke. Beikraut vernichten ginge auch anders. Essig könnte man spritzen oder Zitronensäure konzentriert. Aber das würde dann auch die Bodenlebewesen schädigen und das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, das ist halt so, man muss sich so ein bisschen bewegen leider. So, muss auch schon mal einen Teil meiner Jacke ausziehen. Ja, was man hier noch sieht, was total hübsch ist, Korianderblüten. Ne, die sind noch aus der Vorkultur. Und hier ist auch der Grund, warum wir die Beikräuter nicht so gerne hier stehen haben. Wenn man sich das mal anguckt, da die ist voll mit Läusen. Da, das ist nicht etwa ein Blattorgan, sondern das ist hier sozusagen über und über voll mit Läusen. Aber die werden mit dem Beikraut entfernt. So allmählich stößt die Hacke an ihre Grenzen. Na, hier wird das richtig interessant. Dann wird es jetzt laut. Jetzt geht es großflächig weiter. Mit der sogenannten Einachsfräse zerkleinert Markus das Beikraut und lockert den Boden auf. So können die Sommerzwischenfrüchte anschließend besser gedeihen. Zurück in Schleswig-Holstein. Zeitdruck auf Hofberg. Die Kühe kommen schon von der Weide zurück und haben Hunger. Der Trecker zum Futterholen ist aber noch in Reparatur. Wenn das hier immer alles sauber wäre, darunter wäre das ja auch ein Träumchen, ne? Das wäre einmal eine perfekte Aufgabe für einen Lehrling. Ich muss ein Loch suchen. Sind die Löcher bei den Schrauben, glaube ich, ganz gut da? Ich bin auch eher mit dem Dreck in meinem Auge beschäftigt. Ich, ja, auch gut. Dann drück doch bitte mal den Bautenzug, den oberen Teil, runter zu mir. So weit wie das geht, dann kann ich diese Kugel. Ja, super. Falk? Ja. Was? Das ist falsch rum. Nö. Doch. Ohne Witz? Ohne Witz jetzt, das Gewinde ist nach links, aber das muss ja nach rechts raufgesteckt werden. Ja, das lernt er noch. Also der, ja, aber bei der. Das ist jetzt einfach nur, der muss sich von der Position im Pappkarton auf seine neue Arbeit. Da muss er mit klarkommen. Humor hat er noch. Aber nicht gerade Falks Lieblingsjob, diese Arbeit. Abgeben will er sie aber auch nicht. Ja, wenn ich hier irgendjemanden anrufe, der das machen soll, bezahle ich schon mal 100 Euro, bis er auf dem Hof ist und noch nichts wirklich gemacht hat. Kannst du das noch so ein Stück nach hinten ziehen? Weißt du? Ja. Jo, so ist super. Falk will Geld sparen, Maike welches ranholen. Und 3 von 4 förderfähigen Pflanzen hat sie immerhin schon gefunden. Doch bei insgesamt 80 Hektar läuft's nicht immer so gut wie heute. Naja, es sind halt ein paar Flächen. Und wenn ich nur noch Anfahrt habe oder suchen muss, hier ist es jetzt wirklich sehr angenehm. Da ist nämlich das nächste. Das ist jetzt das Kammgras. Also das ist ein typischer Anzeiger von einer Extensivfläche. Das mag nicht so häufig geschnitten werden und nicht so viele intensive Bewirtschaftung und Düngung und so. Und dann kommt das auch. Und das ist einfach genial, dass das jetzt die Arbeit, die wir immer schon auch leisten, vielleicht nicht so groß an die Fahne und an die Glocke hängen, dass das jetzt mal auch so honoriert wird, dass es sich lohnt, dass ich jetzt hier diesen Aufwand betreibe. Alle Flächen zusammengenommen ergibt sich am Ende ein 5-stelliger Betrag. Rund 200 Fotos muss sie dafür aber künftig noch schießen. Und auch Falks Arbeitseinsatz hat sich offenbar gelohnt. Bockfrei. Juhu! Guck mal.
was so ein Bauer noch alles kann. Ja, gut. Man muss was denken. So. Also. Ja, mach noch mal aus. Weil ich muss den unten noch eine Kontermutter festziehen, und dann, damit diese Stellung auch so bleibt. Bautenzug drin, Hydraulik läuft, Geld für den Mechaniker gespart. Und alles gerade noch rechtzeitig. Bevor der Hunger im Stall zu groß wird, ist der Trecker wieder einsatzbereit zum Futter holen. Im Harzer Vorland haben sich die ehrenamtlichen Rehkitzretter von Milchbauer Johannes Bercht verabschiedet. Jetzt kann der 24-Jährige sein Grünland mähen. Ja, natürlich bin ich froh. Wir haben jetzt alles einmal abgeflogen, haben nichts gefunden. Also wir haben ja 3 oder 4 Rehe gesehen, einen Fuchs, aber eben keine Kitze. Und jetzt können wir einfach ganz entspannt mähen. Und das ist einfach, glaube ich, ein gutes Gefühl. Mal gucken, wie es gleich beim Fahren ist. Weil sonst hat man ja doch immer mal geguckt oder so. Aber jetzt wissen wir sind eigentlich zu 99% sicher, dass nichts drin ist. Und jetzt probieren wir es einfach gleich. Dieses Grünland mäht Johannes in diesem Jahr zum ersten Mal. Er braucht Heu für seine Kühe. Vorher aber muss er sein Mähwerk exakt einstellen. Ich will jetzt hier mal die Höhe messen. Wir haben ja ein Frontmähwerk und ein Heckmähwerk. Und ich möchte gerne, dass beide Mähwerke in der gleichen Höhe arbeiten. Und da will ich so 8 bis 9 cm anstreben vom Boden aus. Wenn man jetzt hier mal ein Zollstock ranmacht, dann sind wir ungefähr bei 8 bis 9 cm. Das hat folgenden Hintergrund. Wir wollen die Gräser über dem ersten Knoten abschneiden, dass sie dann nochmal, dann ist mehr Energie da in der Pflanze, dass sie nochmal wieder rausschießen. Erster Knoten. Das heißt, jetzt haben wir hier unser Gras. Und wenn man hier rüber fest, das hier ist der erste Knoten. Und hier haben wir jetzt ein bisschen tief, das ist jetzt eben mal so der Fall. Aber die Pflanze braucht wesentlich mehr Energie, von hier unten hochzukommen, als über dem ersten Knoten. Deshalb mähen wir da drüber. Vielleicht können wir dann noch ein zweites Mal mähen dieses Jahr. Johannes mäht von innen nach außen. So haben auch noch andere Wildtiere die Möglichkeit zur Flucht. Es fährt sich richtig gut. Ich kann mich jetzt voll auf die Maschine konzentrieren, aufs Frontmähwerk, wie das arbeitet, aufs Heckenmähwerk. Und es ist einfach, ich würde mal sagen, viel, viel entspannter. Ich sitze früher, also vorletztes Jahr, wo wir es dann noch nicht gemacht haben, da saß ich dann hier so ein bisschen erhöht und habe immer geguckt, ganz langsam gefahren, ob hier irgendwie ein Kitz zu sehen ist. Aber jetzt, ja, jetzt ist eigentlich zu 99% sicher. Damit aus der Grünlandfläche auch hochwertiges Futter wird, muss der Biobauer auch ein bisschen Wetterglück haben. Es sollte schon beim Mähen einigermaßen trocken sein. Und dann eben auch über den ganzen Ablauf vom Mähen, Wenden, Schwaden, Pressen, alles trocken. Da sollte kein Regen dazwischen kommen. Deshalb gutes Wetter, ein bisschen hoffen, einmal in die Kirche gehen und dann geht das. Für die kommenden Tage ist, zumindest im Harzer Vorland, kein weiterer Regen angesagt. Moin, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Es geht wieder ums Anpacken. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wie es beim letzten Mal war. Wenn nicht, gibt es hier ein paar Bilder. Ich trau mich halt an alles ran, kann aber nichts. Das ist der Eckig bei Auenstein. So, ja. Siehst du. Das ist so ein Hammer-Osterfeuer. Ja. Du schaffst das, ne? Ja, jetzt sieht die Halle schon ein bisschen anders aus. Ne? Also sie ist noch eingerüstet, aber darunter ist sie eigentlich schon fast fertig. Und wenn sie richtig fertig ist, dann geht's richtig hier, geht eine heiße Phase los, weil dann müssen wir nämlich umziehen. Und dafür brauchen wir euch. Wir müssen hier unseren Cutter umziehen, unsere Steppmaschine, das sind mehrere Tonnen Maschine. Wir müssen unsere Nähmaschinen, alles muss hier runter. Wir wollen ja hier einziehen und dann auch arbeiten. Und der ndr.de/anpacken könnt ihr euch dazu anmelden, wenn ihr da Bock drauf habt. Einer, der sich schon angemeldet hat, der auf jeden Fall dabei sein wird, wird Carsten Duziak sein von den Hofgeschichten. Auf den freue ich mich besonders, denn das ist nämlich kein Schnacker, sondern ein Anpacker. Also, wenn auch ihr Anpacker seid und nicht nur Schnacker seid, dann meldet euch an unter ndr.de/anpacken und wir melden uns bei euch, wenn alles passt. Peace out.